Zu einem kuriosen Unfall kam es am Sonntagmittag in der Rinnenbachstraße in Ostfildernellingen. Amir Mehmedovic bekam den Unfall live mit. Ungefähr 30 Sekunden vorher wollte ich in meine Tiefgarage reinfahren mit Motorrad. Dann bin ich abgestiegen und dann habe ich auf einmal quietschende Bremsen, Reifen gehört aus Scharnhausen kommen. Und erstmal habe ich gedacht, das ist schon wie ein Autorennen. Und dann ist der Mercedes-Fahrer in die Kurve reingefahren, viel zu schnell. Der Wagen ist leicht abgehoben, ist dann über den Bordstein drüber gefahren und ungefähr 30 Meter weiter in der Mauer geknallt. Dann sind die Nachbarn gekommen, wir haben dann Polizei und Feuerwehr angerufen, wollten den Mann die erste Hilfe leisten, aber der war eigentlich unverletzt, bis auf eine Schnittwunde an der Hand. Der ist dann ausgestiegen, dann kamen die ganzen Nachbarn, haben Wasser gebracht. Später kam Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen. Also dem Mann geht es entsprechend gut. Also da war nochmal ein Zeuge mit einem Seat. Der ist jetzt, glaube ich, nach Hause gefahren. Der hat 2-3 Kilometer vorher beobachtet, wie der Mercedes-Fahrer über die rote Ampel gefahren ist. Wollte ein paar Autos überholen, ist immer in der Straßenmitte gefahren. Das hat er vorhin halt zu der Polizei und zu mir vorhin gesagt, weil wir waren die zwei Zeugen, wo eigentlich das meiste gesehen haben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 71-jährige Mercedes-Fahrer gegen 13.40 Uhr aus der Kreuzbrunnenstraße und bog nach rechts in die Rinnenbachstraße ab. Nach etwa 100 Meter kam er vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Fußgängerüberweg und stieß auf Höhe von Gebäude Nummer 31 gegen eine Steinmauer. Der Aufprall war so heftig, dass ein hinter der Mauer stehender Mazda ebenfalls noch beschädigt wurde. Der 71-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Arm und wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde auch eine Blutprobe entnommen. Auch Jürgen Bemmer schreckte bei dem Unfall auf. Ich saß auf der Terrasse, habe ein mächtiges Quietschen gehört und einen riesen Rums und habe dann schon gemerkt, okay, hier muss irgendwo was passiert sein. Habe dann mal hier in die Straße reingeschaut und dann sieht man ja gleich vorne, was passiert ist. Ne? Bin dann nach vorne gerannt, habe geguckt, was mit dem Mann los ist. Da waren zwei Nachbarn schon da, die haben raus und ich habe dann nur das Auto abgeschalten, sodass ich sag mal, da auch die Energie vom Fahrzeug weggetrennt ist. Ne? Die Feuerwehr Ostfildern durfte eine kleine Premiere feiern. Dies war der erste Einsatz des neuen Rüstwagens. Wir haben alarmiert worden zum Öleinsatz, haben dann beim Ausrücken gemerkt, dass es ein PKW ist, der auf dem Brück auf eine Mauer gefahren ist. Sind dann gleich mit dem RW ausgerückt, dass wir da technische Hilfeleistung leisten können. Sind dann mit dem Transportfahrzeug nachgefahren, haben dann mit Ölbinder die Öllache abgestreut, spüle gerade den Kanal durch und das war der erste Einsatz unseres RWs. Der Mercedes wurde total beschädigt und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird von der Polizei auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt. Die Polizei behielt den Führerschein des Fahrers ein. Im großen Saal der Philharmonie in Filderstadt lud Oberbürgermeister Christoph Traub am Samstag zum Galaabend der Partnerschaften ein. Seit 1972 besteht eine Partnerschaft zwischen Filderstadt und La Souterrain und im Jahreswechsel findet das Treffen immer am Himmelfahrtswochenende statt. Mit 4 Bussen und 180 französischen Gästen gab es ein gemeinsames Festprogramm von Donnerstag bis Samstag. Zunächst mal am Donnerstagabend beginnt es natürlich, dass man in den Gastfamilien ankommt, dass man die entsprechenden Unterkünfte verteilt. Gestern war ein Tagesausflug nach Heidelberg. Dann haben wir auch einen Sportverein, die Tischtennisgruppe des TSV Plattenhardt, die sich in den Austausch mit einbringt. Die haben heute den ganzen Tag ein Tischtennisturnier veranstaltet. Wir haben eine Kooperation zwischen unserem Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Z, die einen Jugendaustausch machen. Die war gestern in Tripsdrill, heute auf der Jugendfarm unterwegs. Wir haben eine Fußballmannschaft, die mit hier ist, die durfte gegenüber auf dem Kunststraßenplatz gegen den TSV Bernhausen spielen. Und so versuchen wir eben uns die beiden Städte näher zu bringen. Heute Morgen hatten wir eine offizielle Arbeitssitzung, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, was wir dann im kommenden Jahr gemeinsam unternehmen wollen. Ein reichhaltiges Buffet und gemeinsame Gespräche füllten den Abend aus. Zur Erinnerung an das Treffen erhielt der Bürgermeister von La Souterrain, Jean-François Muguet, ein Geschenk überreicht. Das Bien-Vivre, das wir alle suchen, ist in unseren Domänen ancré.
du travail, du loisir, de l'environnement, de l'éducation, de la formation, de la culture, du sport, de la solidarité entre les générations, etc. Im nächsten Jahr besucht eine Delegation aus Filderstadt La Souterrain in Frankreich. Und dann heißt es Bienvenue à la Souterrain. Am Sonntag war auf dem Weiler Hof in Esslingen einiges los. Familie Rapp lud zu ihrem alljährlichen Weiler Hoffest. Dieses Jahr fand das Fest zum 13. Mal statt. Bei strahlendem Sonnenschein kamen viele Besucher und konnten im Bauernmarkt regionale Produkte kaufen, den Hof besichtigen oder einfach nur bei gutem Essen und Getränken den Tag genießen. Herr Rapp führte die Besucher über seinen Hof und erklärte Interessierten den Ablauf auf seinem Gelände. Ja, das ist das 13. Weiler Hoffest. Unser Hof ist schon 13 Jahre hier in der Blinzau Vorstadt. Davor waren wir im Stadtteil Blinzau Vorstadt. Und wir sind jetzt seit 13 Jahren ausgesiedelt. Und seit diesem Tag machen wir einmal im Jahr ein Hoffest. Und es etabliert sich eigentlich ganz schön. Und wir sind sehr zufrieden. Vor allen Dingen bei diesem sonnigen, schönen Tag heute. Also wir machen erstens Führungen über den Betrieb. Wir stellen unseren Betrieb vor. Wir sind ein Wein- und Gemüsebaubetrieb. Dann laufen wir rum mit den Leuten und zeigen, wie wir hier regional bewirtschaften, was wir anpflanzen an Gemüse und in den Gewächshäusern, was da gerade wächst. Dann bieten wir natürlich Essen und Getränke an aus der Region für die Kunden. Dann machen wir Führungen, beziehungsweise die Kunden dürfen den Hofladen, können den anschauen, da regionale Produkte einkaufen. Oder aber auf dem Bauernmarkt einfach sich informieren, was im Hofladen gibt oder aus der Region kommt. Viele Stände mit selbstgemachtem und auch nützlichem waren ebenso geboten, wie auch Spiele für Kinder und Unterhaltung durch einen Musiker. Das Landwirtschaftsamt des Landkreises Esslingen lud zum Probieren und Erschmecken von Brotaufstrich ein. Die Besucher konnten durch die vielen Informationen, die der Weiler Hof zum Anbau und Vermarktung gibt, verstehen, warum es wichtig ist, regionale Produkte zu kaufen. Auch nächstes Jahr wird es wieder das Weiler Hoffest geben.